ETA, we've got people walking out of the building right now, getting in the vehicle, so we need to speed up the time. The United States Army. We're going as fast as we can, crew. Roger that, we're going as fast as we can. Is your copy? Eine Eliteeinheit des amerikanischen Militärs an Bord von Black Hawk Helikoptern. Ihr Ziel, das Zentrum von Mogadischu in Somalia. Wir waren unbesiegbar. Wir waren Superman und die waren die Captain Kirks der Flieger. Ihre Aufgabe, die Entführung zweier Helfer eines brutalen somalischen Warlords. Wie aus dem Nichts sind wir gelandet. Die Mission der Spezialeinheit soll weniger als eine Stunde dauern. Aber die Operation gerät völlig außer Kontrolle. Black Hawk abgeschossen, wir haben einen Black Hawk Abschuss. Und dann wurde es eine ganz andere Mission. Tausende Somalier umzingeln die im Feindgebiet gefangenen Truppen. Sobald der Hubschrauber unten war, wurde es ein richtiger Mob. Die Amerikaner starten eine Rettungsmission, die sie an ihr Limit bringen wird. Es war wie ein Wespennest und wir standen an jeder Straßenkreuzung unter Beschuss. Dieser Kampf sollte zur Legende Black Hawk Down werden. Somalia, an der Ostküste Afrikas. Hauptstadt Mogadischu. Kurz nach dem Beginn des Einsatzes wird sich hier eines der blutigsten Kapitel in der Geschichte Mogadischus abspielen. Die US-Streitkräfte planen einen Einsatz in einem Slum in der Nähe des Bakara-Marktes. An Bord des Helikopters befindet sich eine Eliteeinheit, die Task Force Ranger. Ihre Mission? Sie sollen zwei Handlanger eines mutmaßlichen Kriegsverbrechers festnehmen. Es war einfach. Reingehen, Ziel schnappen und wieder raus. Wenn die Führung sagt, wir wollen das, dann ist es das, was ich will. Für die jungen amerikanischen Soldaten ist es ein Einsatz wie jeder andere. Wir waren mental vorbereitet und bereit für alles, was sie uns entgegenwerfen könnten. Wir gingen dahin, weil wir dahin wollten. Und da war niemand, der uns aufhalten konnte. Niemand. Ungefähr 5 Kilometer entfernt überwacht das Hauptquartier den Einsatz. Das Oberkommando hat 2-Sterne-General William Garrison. Garrison war Infanterist, war bei der Luftlandeeinheit gewesen und als Berater in Vietnam. Garrison führt nun schon seit 3 Jahrzehnten weltweit Kriege. Er war eine geachtete Person bei den Special Forces. Obwohl er seinen Männern vertraut, weiß Garrison aus Erfahrung, dass die Mission voller Risiken ist. Denn er schickt seine Task Force Ranger in eine der gefährlichsten Städte der Welt. Aber wenn er Erfolg hat, ist dies ein harter Schlag für Mohammed Farah Aidid, den skrupellosesten Mann Somalias. Aidid wurde 1992 berüchtigt, als er versuchte, das hungernde Somalia an sich zu reißen. Die Vereinten Nationen schicken Truppen, darunter Amerikaner, um die Hungernden zu ernähren. Aber Aidid versucht, die Verteilung zu übernehmen.
Essen war Macht. Deshalb überfielen die Clans die Konvois und verteilten die Lebensmittel selbst. Die Vereinten Nationen waren so gezwungen, für mehr Sicherheit zu sorgen. Aidids Männer töten 24 Blauhelmsoldaten. Damit wird er zur Zielscheibe. Aidid taucht unter. Weil General Aidid sich versteckte, kamen die Task Force Ranger auf die Idee, stattdessen nach seinen Handlangern zu suchen. Garrison findet heraus, dass zwei von Aidids engsten Vertrauten in Mogadischu gesichtet worden sind. Genau diese Männer sollen die Task Force Ranger festnehmen. Wenn man seine Vertrauten ausschaltete, würde es Aidid treffen. Garrisons Task Force Ranger scheinen perfekt für die Mission. Im Mittelpunkt stehen die Ranger, die Elite der leichten Infanterie. An ihrer Seite kämpfen hoch ausgebildete Helikoptereinheiten und Mitglieder der geheimen Spezialeinheit Delta Force. Die Delta Force ist unbestritten eine der besten Spezialeinheiten der Welt. Und da es nur gegen Straßenschläger gehen sollte, war der Kampf so gut wie gewonnen. Die 160 Männer der Einheit wissen genau, was von ihnen erwartet wird. Die Mission ist bis ins kleinste Detail geplant und soll weniger als eine Stunde dauern. Schnelligkeit und Überraschung sind dabei am wichtigsten. Der Plan? Die Delta-Mitglieder sollen mit Little Bird-Helikoptern auf dem Zielgebäude landen, es stürmen und Aidids Männer verhaften. Zur selben Zeit werden sich die als Chalks bezeichneten Ranger-Einheiten aus den Black Hawk-Helikoptern abseilen. Chalks 1, 2, 3 und 4 sichern dann jeweils eine Ecke des Gebäudes. Ein Konvoi fährt zeitgleich zum Zielgebäude, um die Gefangenen und die Soldaten zurück zur Basis zu bringen. An den Helikoptern montierte Videokameras übertragen dabei die gesamte Operation live in Garrisons Hauptquartier. Am späten Nachmittag befindet sich die Luftlandetruppe über dem Zielgebäude. An Bord die Ranger Kenny Thomas und Randy Ramalia, bereit zum schnellen Abseilen. Alles ist geplant und einstudiert. Du trittst das Seil raus und dann fängt einfach jeder an. Es ist der schnellste Weg, den Hubschrauber zu verlassen. Wie aus dem Nichts sind wir gelandet. Es war wie die Ruhe vor dem Sturm. Die Ranger sichern das Gebiet rund um das Zielgebäude. Im Gebäude kreisen die Deltas Aidids Männer ein. Es ist keine Übung. Die Delta Force brauchte 15 Minuten, um die Jungs zu schnappen. Der Einsatz verläuft nach Plan. Sie brachten die Gefangenen aus dem Gebäude und wir dachten, ja, wir haben einen Treffer. Wir blieben also am Ziel und warteten auf die Abholung. Abgesehen von einem einzigen Verletzten ist der gesamte Einsatz ein voller Erfolg. Es war wie ein Spaziergang. Alle dachten, die Mission ist abgeschlossen. Ab nach Hause, Jungs.
Die Amerikaner verteilen sich und die Gefangenen auf den Konvoi. Aber die Somalier ziehen überraschend schnell Truppen zusammen. Chalk 3, die Ranger-Einheit, der auch Kenny Thomas und Randy Ramalia angehören, wartet nahe des Zielgebäudes. Schnell stehen sie unter Beschuss. Erst war es ein Schütze, plötzlich schossen sie von überall. Aber zu diesem Zeitpunkt ging es noch, weil sie ständig ihr Ziel verfehlten. Aber Kenny muss feststellen, dass die Somalier treffsicherer werden. Ich kniete und schoss die Straße runter, als es mich hier traf, und es schlug mich nach hinten. Ich sah zu Kenny, er hielt ein Magazin und zitterte. Ich dachte, das Ding explodiert gleich. Ich ziehe am Magazin und sehe auf der anderen Straßenseite Randy, der mich anschaut und sich fast kaputt lacht. Ich muss ziemlich blöd ausgesehen haben. Das Magazin hatte die Kugel abgehalten. Sonst wäre sie mitten durch seine Brust gegangen. Mitten durch. Da ist ein perfektes Loch drin und auf der Rückseite ist das ganze hintere Ende weg. Wow. Das war knapp. It's a game of inches, you know. Mit jeder Sekunde, die die Amerikaner in der Gefahrenzone bleiben, schaffen die Somalier Truppen heran. Und sie haben noch eine tödliche Überraschung für die Ranger. Ich schaute nach oben und sah Rauch am Heck des Black Hawk. Dann fing er an zu rotieren. Es sah seltsam aus, als ob er so nicht fliegen sollte. Unterbewusst ist dir klar, der stürzt ab. Und bumm. Abgestürzten Black Hawk in der Stadt. Ein Black Hawk ist in der Stadt abgestürzt. Wir haben darauf gewartet, abzurücken, als der erste Helikopter abgeschossen wurde. Und dann änderte sich alles. Die Somalier, in der Nähe der Absturzstelle, stürmen zu den verletzten Männern im Wrack. Man sah Massen von Menschen in diese Richtung laufen. Moving in that direction. Im Hauptquartier können Garrison und sein Team nur hilflos zusehen. Dabei auch Ranger Larry Moores. Es war sehr hektisch, besonders als der Hubschrauber abstürzte. Alle waren extrem besorgt. Wir waren sehr darauf fokussiert, wie wir die Männer aus der Stadt bringen. Die beiden Piloten sind tot, aber es gibt Überlebende. Garrison muss reagieren und Truppen an die Absturzstelle schicken. Das ist aber ein Problem, weil der Ort ein Problem ist. Die Situation ist prekär, denn der Hubschrauber ist mitten in feindlichem Gebiet abgestürzt. Die Ranger sind in einem Stadtteil, in den Truppen schon schwierig hineinkommen, geschweige denn wieder heraus. Garrison lässt mit einem Helikopter Ärzte und Scharfschützen an der Absturzstelle absetzen. Aber das verschafft nur Zeit. Er muss zudem den Konvoi, der die Gefangenen aufgeladen hat, teilen, um die Überlebenden zu holen. Und niemand weiß, wann der Konvoi dort ankommen wird. Garrison mobilisiert Ranger und Deltas, die immer noch in der Nähe des Zielgebäudes sind. Die Männer bewegen sich zur Absturzstelle, um so schnell wie möglich eine Schutzmauer zu bilden. Chalk 3, die Einheit von Randy und Kenny, ist nur 800 Meter von der Absturzstelle entfernt. Sofort weißt du, du musst ihnen helfen. Das ist deine erste Reaktion. Hilf ihnen. Du siehst den Vogel runterkommen, da müssen wir hin.
Aber durch den Angriff der Task Force Ranger ist das Wespennest schon in Aufruhr. Die ganze Stadt ist in Aufruhr und kann so zum Gegner werden. Wir waren alle alarmiert, weil man sehen konnte, dass sich die Menschen in Richtung Absturzstelle bewegen. Es war ein Wettlauf. Und nun zeigt sich ihr Ranger-Training. Erst zur Wand, dann zur Ecke, dann über die Straße. Einer nach dem anderen. Es ist Schießen, Bewegen, Kommunizieren. Bring die Männer in eine Position mit einem guten Schussfeld und finde dein Ziel. Alles ganz automatisch. Jeder weiß, was zu tun ist. Als die Truppen sich der Absturzstelle nähern, verstärkt sich der Beschuss. Ich hörte eine Art Schrei und als ich rüberschaute, sah ich einen Delta. Sein Kopf kippte nach hinten und er fiel einfach um. Das war wahrscheinlich das Gewalttätigste, was ich je gesehen habe. Du denkst, die Delta sind Supermänner. Ihnen fehlt nur das Cape. Zu sehen, wie so einer einfach erschossen wird, das ist echt ernüchternd. Wenn die Männer um dich herum fallen und der Tod plötzlich absolut real wird, denkst du dir, gut, wenn ich hier sterbe, sterbe ich hier. Aber ich werde nicht zulassen, dass das den Jungs hier auch passiert. Da kämpft man nicht mehr für die Fahne oder die Freiheit. Wir haben nur noch füreinander gekämpft. Das war's. Also bin ich wieder zu den Kameraden zurück und dachte, hey Jungs, wir passen aufeinander auf. Und so kommen wir hier raus. Weil das der einzige Weg hier raus ist. Kenny und Randy kämpfen sich mit ihrer Einheit weiter zur Absturzstelle vor. Aber sie sind immer noch einen Block entfernt. Währenddessen gewinnen die Somalier an Zahl und Selbstvertrauen. Derweil erhält General Garrison noch mehr schlechte Nachrichten. Der Konvoi, der zur Absturzstelle fährt, steckt in Schwierigkeiten. Unglücklicherweise hatte sich der Konvoi in der Stadt verirrt. Sie werden beschossen. Es gibt Straßenblockaden. Jetzt wird es echt schwierig. Garrison wird klar, dass der Konvoi die Absturzstelle sehr viel später erreichen wird als gedacht. Er muss Hubschrauber als Unterstützung schicken. Aber das ist riskant. Denn die Somalier lauern in der ganzen Stadt mit Panzerfäusten. Eine halbe Meile von der Absturzstelle entfernt wird ein weiterer Black Hawk angegriffen. Garrison und sein Team sehen mit Entsetzen, wie der zweite Hubschrauber abstürzt. Als der zweite runterkam, wurde es richtig intensiv. Wieder gibt es Überlebende. Einer ist der Black Hawk-Pilot Mike Durant. Was auch immer es brauchen würde, egal welche Kraft wir aufbringen müssten, wir würden jeden aus dem Zielraum bringen. Ein anderer Black Hawk seilt zwei Delta-Scharfschützen ab, um Durant und seine Besatzung zu schützen. Sie sind schnell umzingelt. Die Black Hawks sind etwa 800 Meter entfernt voneinander abgestürzt. Das macht die Rettung schwierig. Und der Konvoi ist immer noch nicht zur Absturzstelle durchgebrochen. Die halbe Truppe ist bereits verwundet oder tot. Wir hörten im Funk die Zahl der Verluste. Alles, was ich wollte, war draußen bei ihnen zu sein und am Einsatz teilzunehmen.
Garrison muss eine niederschmetternde Entscheidung treffen. Er befiehlt den Rückzug des kampfunfähig gewordenen Konvois. An der ersten Absturzstelle hört Kenny Thomas, dass der Konvoi zurück zur Basis fährt. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Aber es passiert wirklich und wir können nichts dagegen tun. Die meisten amerikanischen Truppen haben es zur ersten Absturzstelle geschafft. Sie fangen nun an, einen Verteidigungsgürtel um das Hubschrauberwrack und um die Verwundeten zu bilden. Die Jungs mussten in die richtigen Positionen, um den feindlichen Beschuss zu minimieren. Kennys und Randys Einheit bezieht ihre Position nahe einer Hauptstraße. Sie sind umzingelt von einem wütenden Mob. Sie müssen ihn irgendwie auf Abstand halten. Also greifen sie zum schweren M60-Maschinengewehr. Wir brauchten die M60 dort und wir würden alles tun, um sie dort zu halten. Weil der M60-Schütze getroffen wird, muss Kenny übernehmen. Da waren zwei Typen, die steckten ihre Köpfe immer kurz über eine kleine Schutzmauer. Sie machten es auf diese Mogadischu-Art, das heißt, nicht mal zielen und einfach herumballern. Also stellte ich mich hinter das Gewehr, wartete auf die Typen und dann feuerte ich ein paar Schüsse. Und dann plötzlich... Ich dachte, was zur... Keine Munition mehr. Alle riefen mir zu, benutz die Law. Und ich dachte, was? Wieder die Law. Ich trug die leichte Panzerabwehrwaffe, die Law. Und da war es mir klar, ich habe einen Raketenwerfer. Also feuerte ich den ab. Und das machte sie fertig. Das war sehr effektiv, um die Gegner abzuwehren. Aber inzwischen sind es nur noch knapp 100 Männer, die die Stellung halten. Die Zahl der Somalier steigt ständig. Und das Verhältnis ist schon 10 zu 1. Die meisten Männer haben Verbindungen zu Aidids Clan. Für somalische Clan-Mitglieder steht der Clan an erster Stelle. Das meinen sie sehr ernst. Sie sind bereit, für ihn zu sterben. Was sie noch fanatischer macht, einige von ihnen stehen unter Drogen. Die Droge Kat wurde vom Gegner konsumiert. Das ist wie Amphetamin und gibt zusätzlichen Elan und ein besonderes Durchhaltevermögen. Du kämpfst also gegen einen besonders schwierigen Gegner. Wir waren ein bisschen arrogant und dachten, dass wir kommen und Türen eintreten und alles niedermachen, ohne Gegenwehr. Das war falsch. Wir haben total unterschätzt, wie gut sie im Straßenkampf sind. Im amerikanischen Hauptquartier kommt ein Teil des Autokonvois an. Garrison entscheidet, ihn zu verstärken und direkt zurückzuschicken. Larry Moose bekommt so seine Chance zu kämpfen. Es war klar, wir würden direkt wieder reingehen. Und es war natürlich nicht einfach, den anderen zu sagen, dass sie wieder mit zurück müssen, nachdem sie so aufgemischt wurden. Es gab Nervosität, aber das gehört zum Job eines Ranger dazu. We do business in the Rangers. Der neue Konvoi fährt ab, aber die Somalier warten schon auf ihn. Die Somalier hatten eine riesige Straßensperre errichtet. Wir kamen nicht vorbei.
Und wir wurden von Unmengen kleiner Geschosse getroffen, die uns vom Absturzort abhalten sollten. Es war ein ständiger Kampf. Larry und seine Männer versuchen durchzubrechen, kämpfen aber gegen die ganze Stadt. Wir hatten buchstäblich in ein Wespennest gestochen. Wir wurden an jeder Kreuzung beschossen. Wir wussten, das wird hart. Larrys Konvoi wird in der Stadtmitte aufgehalten, kurz vor der zweiten Absturzstelle und noch weit entfernt von den Männern des ersten Absturzorts. Die Information, dass der Konvoi nicht vorankommt, erreicht die Männer. Ich konnte es über Funk hören und ich erinnere mich, dass wir uns besorgt angesehen haben. Wir mussten noch nie so lange am Boden kämpfen und noch nie war ein Konvoi so unter Beschuss geraten. In dem Moment war ich echt entmutigt. In der Kommandozentrale sieht General Garrison, dass seine Fahrzeuge keinen Weg durch die Straßen finden. Er erkennt, dass ihm keine Wahl bleibt und beordert den Konvoi erneut zurück zur Basis. Es muss eine schwere Entscheidung für ihn gewesen sein. Er wusste, wenn er die Rettung abbricht, gibt es vielleicht ein Massaker. Auf der anderen Seite konnte er nicht noch mehr Opfer riskieren. Widerwillig folgen die Männer des Konvois dem Befehl von General Garrison. Ich persönlich wollte kämpfen, aber die Führung muss kontrollierte Entscheidungen treffen. Und hier war die Frage, ob man leicht gepanzerte Fahrzeuge reinschickt, die für einen langen Kampf nicht ausgerüstet sind. Das hätte die Probleme nur vergrößert. Für die umzingelten Männer an den Absturzorten rückt eine Rettung so immer mehr in weite Ferne. In Mogadischu bricht die Nacht an. Die Mission dauert bisher schon 3 Stunden. Nahe bei der ersten Absturzstelle verteidigen Kenny und Randy ihre Positionen gegen den Mob. Sie schossen willkürlich, um zu provozieren. Unser Mündungsfeuer sollte ihnen dann verraten, wo wir sind. Und die Somalier haben einen entscheidenden Vorteil. Sie kennen jeden Zentimeter des Gebiets. Ganz klar, ihre Gegend. Die Amerikaner realisieren, dass sie in den Straßen keine Chance haben. Die naheliegendste Möglichkeit war, und die Jungs von Delta taten dies schon, Türen aufzubrechen und die Häuser zu übernehmen. Das machten wir auch. Die Männer setzen sich in den Gebäuden fest und bereiten sich auf eine lange Nacht vor. Jetzt bereuen viele Ranger, dass sie ein wichtiges Teil ihrer Ausrüstung nicht mitgenommen haben. Kaum einer hatte gedacht, dass er sein Nachtsichtgerät brauchen würde. Wir mussten nun lernen, dass es besser ist, etwas zu haben und nicht zu brauchen, als umgekehrt. Mit Nachtsichtgeräten hätten die Amerikaner ihre Feinde in der Dunkelheit sehen können. Ohne können die Somalier sich anschleichen. An den Absturzstellen extremer Nahkampf. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Amerikaner kämpfen jetzt um ihr Leben. Im Hauptquartier sieht General Garrison die Operation im Chaos versinken. Denn die Männer an der ersten Absturzstelle sind immer noch eingeschlossen. Und am zweiten Absturzort sind alle tot oder gefangen. Verzweifelt konzentriert sich Garrison auf die erste Absturzstelle, um zu retten, was noch zu retten ist.
Der einzige Weg dort raus ist ein weiterer Konvoi. Aber nach 2 Fehlschlägen erkennt Garrison, dass er die Unterstützung anderer Truppen braucht. Wie bekommt man die Jungs raus? Du brauchst gepanzerte Fahrzeuge, die die Blockaden durchbrechen und die Konvois beschützen können. Aber die kann nur die UN stellen. Eine internationale Truppe wird Zeit brauchen. Zeit, die die Männer in den Kampfgebieten vielleicht nicht haben. An der ersten Absturzstelle erreichen die Männer der Chalk 3 ihren Tiefpunkt. Ich war erschöpft. Ich lehnte mich an eine Wand und ließ mich daran hinabgleiten. Es schien, als wäre der Boden nass. Und er war es. Nass von Blut. Man konnte das Blut förmlich riechen. Aber selbst als ich realisierte, dass es Blut war, war ich zu müde, um mich zu bewegen. Ich erinnere mich, dass ich mir das Weiße Haus bei Nacht vorstellte. So wie man es in den Nachrichten sieht, in weißes Licht getaucht. Einfach schön. Und ich dachte, egal welche Entscheidung sie dort jetzt treffen, sie können uns nicht helfen. Dieser Gedanke war ernüchternd. Man ist Teil der größten Militärmacht der Welt, aber egal welche Entscheidung die Regierung trifft, es kann nichts getan werden, um dir in dieser Situation zu helfen. Es ist einfach nicht genug Zeit. Die Amerikaner zahlen jetzt den Preis für ihre Selbstüberschätzung. Ihnen fehlen nicht nur die Nachtsichtgeräte. Es war klar, dass unsere Bestände knapp wurden. Es fehlt an Munition, Essen, Wasser oder auch medizinischer Versorgung. Am Standort der Chalk 3 droht ein Mann zu verbluten. Es fehlt an Infusionsbeuteln und Morphium. Aber wie will man sie beliefern? Garrison muss eine Entscheidung treffen. Er hat zwar schon 2 Blackhawks verloren, aber Abwürfe vom Hubschrauber sind für seine Männer die einzige Möglichkeit. Nichts tun ist keine Option. Also übernimmt er die Verantwortung und schickt einen weiteren Hubschrauber raus. Garrison befiehlt den Start eines weiteren Black Hawk. Navigieren müssen den Pilot dabei die Bodentruppen. Man muss den Nachschub an einer bestimmten Stelle abwerfen. Macht man einen Fehler, dann kriegen ihn die Somalier. Der Erfolg der Mission hängt von einem Infrarotlicht ab, das die Truppen mitführen. Unsichtbar für die Somalier tastet dessen Signal die Umgebung ab und erlaubt es dem Piloten, mit einer Vorrichtung die Landezone zu sehen. An der Absturzstelle machen sich die Männer bereit. Super 66 ruft zum Funkcheck, over. Hören laut und deutlich. Die Ranger führen den Helikopter, bis der Pilot den Platz mit der Leuchte sehen kann. Okay, beobachte meine Höhe. Es sind 30 Meter mit dem Wind. Höhe ist gut. Okay, es sind 25 Meter. Du bist in guter Position. Der Plan geht scheinbar auf. Doch dann hagelt es Kugeln. Er kann nur sitzen, schweben und sich treffen lassen. Und er weiß, wenn es den Vogel erwischt, Mann.
Er muss da sitzen und den Beschuss zulassen, weil er weiß, die Jungs zählen auf ihn. Es ist nicht so, dass du sagst, ich weiß nicht, das ist ganz schön haarig. Ich will da nicht rein. Willst du mich veralbern? So läuft das nicht. Der Black Hawk schafft es, sich in der Luft zu halten und wirft seine Ladung ab. Die Ranger erhalten ihr Rettungspaket. Der Vogel schwebt genau über dem Gebäude und sie werfen es raus. Und da war die Lieferung, die wir so dringend benötigt haben. Die hat einen von unseren Jungs am Leben erhalten. Er hatte Flüssigkeitsmangel und wir hatten nichts, um seinen Körper vorm Kollaps zu bewahren. Ohne Infusion wäre er gestorben. Durchlöchert kämpft sich der Black Hawk zurück zur Basis. Die Bodentruppen haben nun etwas Aufschub bekommen. Aber General Garrison muss einen Weg finden, um sie herauszuholen. Im Hauptsitz gelingt Garrison so etwas wie ein Durchbruch. Die anderen UN-Kräfte stellen Panzer und gepanzerte Truppenfahrzeuge für den nächsten Konvoi zur Verfügung. Die Malaysier und Pakistanis verpflichteten sich, mit uns zu kooperieren, wofür wir ihnen Anerkennung zollen. Der schwer gepanzerte internationale Konvoi wird von Newport in die Stadt starten. Die Hälfte der Kräfte wird zum zweiten Absturzort steuern, um das Wrack zu sprengen. Sie sollen sicherstellen, dass diese Hightech-Waffe nicht in die Hände des Feindes gerät. Der Rest der Truppe stößt nach Norden vor, zu den Männern am ersten Absturzort. Der Rettungskonvoi rückt 8 Stunden nach Start des eigentlichen Einsatzes aus. Larry Moores ist wieder dabei. Jeden, dem es in dieser Nacht möglich war, mitzugehen und zu kämpfen, nahmen wir mit. Es waren Analysespezialisten dabei und auch ein paar leicht verwundete Ranger, die ihren Verband wegwarfen, nur um Teil der Mission zu sein. Corporal Robert Lovehead, ein Humvee-Fahrer von der 10. Gebirgsdivision, schließt sich dem Aufgebot an. Egal, ob ich zu den Special Operations gehöre, zu den Rangern oder zur 10. Gebirgsdivision, es geht um Menschen in Schwierigkeiten. Und wir wussten, wir kämpfen gegen ein ganzes Land. Wir haben nicht nachgedacht, wir haben gehandelt. Der Konvoi kämpft sich vor. Doch erneut sind die Somalier gut vorbereitet. Es waren Feuergefechte von Block zu Block. Sie liefen auf die Straße, um Nachschüsse auf uns abzufeuern. Man konnte auf ein Dach schauen oder in ein Fenster und man sah sie schießen. Direkt vor einem wurden Männer erschossen. Es war Chaos. Die internationale Truppe hat nie zusammen trainiert. Das Resultat ist Verwirrung. Als die Truppen zur Absturzstelle fahren, werden 2 malaysische Fahrzeuge von Panzerfäusten getroffen. Unter heftigem Beschuss fahren die Malaysier in die falsche Richtung. Alles verzögert sich. Am Ort des ersten Absturzes spüren die Männer die Belastung immer mehr. Es war klar, wo der Konvoi war, denn der Schusswechsel war unglaublich. Die Rettungsoperation ist nur eine halbe Meile entfernt. Aber gefühlt könnte es auch das andere Ende von Afrika sein. Der Funk sagt, sie kommen nicht, sie sind auf dem Weg, sie sind nicht auf dem Weg. Irgendwann gibt man auf. Der Konvoi kämpft sich fast 3 Stunden durch die Nacht. Wenn man sich vorstellt, da schießen Menschen von den Dächern, in den Gassen und in jeder Tür und du versuchst, da durchzukommen. Endlich schaffen sie es.
An dem Punkt dachten wir eigentlich, wir sind durch. Wir waren alle ziemlich müde. Und du glaubst, das Ding ist endlich zu Ende. Wir können unsere Verwundeten hier rausschaffen. Die Männer an der Absturzstelle verladen ihre Verwundeten und wollen los. Alle denken, sie sind auf dem Heimweg. Aber General Garrison hat noch eine letzte Aufgabe für sie. Das Credo der Ranger besagt, dass sie keinen Mann zurücklassen. Die Leiche des toten Piloten soll geborgen werden. Das war etwas, das wir tun mussten. Wir durften den Leichnam nicht zurücklassen. Aber die Leiche ist im Wrack des Helikopters. Und es wird Zeit brauchen, sie zu befreien. Damit verlieren sie den Schutz der Dunkelheit. Es wurde ein Kampf gegen die Zeit, den Leichnam aus dem Helikopter zu holen. Robert Loveheads Humvee wird gerufen, um den Leichnam aus dem Wrack zu befreien. Wir brachten die Seilwinden an verschiedenen Teilen des Helikopters an und versuchten zu ziehen. Teile des Rahmens sollten weg, um freien Zugang zur Leiche zu bekommen. Die Verzögerung gibt den Somaliern Zeit, weiter anzugreifen. Im Haus liegen die Nerven von Randy und Kenny blank. Warum passiert nichts? Das willst du wissen. Lass es fertig sein, ruckzuck. Wir waren alle unruhig. Und die Typen fingen wieder an zu schießen. Es war definitiv die längste Nacht meines Lebens. Nach 3,5 Stunden hat das Rettungsteam den Leichnam endlich geborgen und kann sich auf den Weg zur Basis machen. Wir kommen hier raus, egal was uns im Weg steht. Der Konvoi muss sich durch ein stark unter Feuer stehendes Straßenlabyrinth zum UN-Stützpunkt im Norden kämpfen. Der Plan war, neben den Wagen zu rennen. Randy und Kenny haben einen spießroten Lauf durch feindliches Feuer zu bewältigen. Die einzige Deckung, die Konvoi-Fahrzeuge. Es wurde immer noch sehr intensiv gekämpft. Es hörte sich an, als würde jemand Kieselsteine gegen Metallblech werfen. Dieses Ting, 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 Ting. Das waren Kugeln, die von den Fahrzeugen abprallten. Immer weiter fallen die Männer zurück. Wir kamen zur ersten Kreuzung und die Fahrzeuge fuhren einfach weiter. Ich bin echt schnell, aber nicht so schnell. Sie drückten das Pedal durch, gaben einfach Gas und 30 von uns blieben zurück. Ohne Deckung sind Kenny und Randy den feindlichen Kugeln ausgeliefert. Als hätte mich jemand geschlagen. Als hätte ihm jemand einen Baseballschläger auf die Schulter gehauen. Als mir klar wurde, dass ich getroffen bin, untersuchte ich meine Schutzweste nach einer Austrittswunde. Ich atmete tief ein und aus und erwartete, dass es gurgelt. Meine Lungen waren in Ordnung. Ich konnte mich immer noch bewegen und atmen. Es war eine Erleichterung. Ich wusste, ich konnte weitergehen.
Schließlich schaffen es Kenny und Randy, auf ein UN-Fahrzeug zu klettern. Eine halbe Stunde später kämpft sich der Konvoi endlich in ein von den UN besetztes Fußballstadion. Die 14-stündige Tortur der Task Force Ranger ist vorbei. Als unsere Task Force zurückkam, war das ein sehr emotionaler Anblick. Wenn du in die Gesichter der anderen schaust, weißt du, dass du nichts sagen musst, weil du weißt, jeder hat alles gegeben, was er konnte. Ich fühlte mich wieder sicher. Aber zugleich wurde mir plötzlich alles bewusst. Die Emotionen überwältigen dich einfach. Ich erinnere mich, dass ich anfing zu weinen. Und Randy kam zu mir und fragte, ob alles okay ist. Er war um mich besorgt, dabei hatte er ein Loch in seinem Rücken. Aber zu dem Zeitpunkt war einfach nur wichtig, dass er am Leben ist. Denn ich wusste, wir hatten genug Jungs verloren. Ich wusste, das war echt ein großes Ding. It was a big deal. General Garrison zählt die Verluste der Mission. 18 Amerikaner, ein malaysischer Blauhelmsoldat und 500 Somalier sind umgekommen. Schlimmer. Die Leichen aus dem zweiten Helikopter werden vor laufenden Kameras verstümmelt und anschließend geschändet durch die Straßen geschleift. Garrison schreibt später einen Brief an Präsident Clinton, in dem er die volle Verantwortung für die Mission übernimmt. Doch es wird noch schlimmer. Die Somalier senden Bilder des gefangenen Piloten Michael Durant. 11 Tage nach dem Angriff wird er freigelassen. Aber die Demütigung empört die USA. Im März 1994 ziehen die US-Truppen aus Somalia ab. Ein Jahr später folgen die UN-Truppen. Dennoch, die Männer, die bei dieser Mission in Somalia kämpften, sind immer noch stolz auf das, was sie erreicht haben. Denn IDs Handlanger wurden beide festgenommen. Wir waren dort, um eine Mission zu erfüllen. Ja, wir haben einiges abbekommen. Aber wir haben gewonnen. Die Männer der Task Force Ranger taten alles, um ihre Kameraden heimzubringen. Ihr Kampfgeist sicherte die Mission und wird in die Geschichte der Special Forces eingehen. Man weiß, man hatte die Möglichkeit, aus dem Kampf auszusteigen. Aber niemand hat es getan, weil wir füreinander gekämpft haben. Man weiß, wenn man aussteigt, lässt man jemanden im Stich. Und das würdest du deinen Ranger-Kumpels nie antun. Das würdest du niemandem antun. Und dieses Gefühl begleitet dich ein Leben lang.